eine jüdische Familie, die versucht, das Schweigen zu behalten und zu brechen gleichzeitig und sich an der Liebe abarbeitet und an der Unmöglichkeit der Kommunikation. Wenn ich jetzt Kinder haben werde und die werden mich fragen, ja gut, in Russland, da gab es diesen Diktator und da gab es irgendwie Entlassung von Juden und Zeugen Jehovas und Arbeitslager in Sibirien und Homosexualität wurde verboten. Was hast du gemacht? Also ich kann sagen, ich bin Ehefrau, ich kann sagen, ich bin Schwester, ich bin Tochter, ich bin Jüdin, ich bin Russin, ich bin Deutsche, ich bin Westeuropäerin. Manchmal bin ich Türkin, manchmal bin ich Engländerin. In Amerika habe ich mich sehr wie eine New Yorkerin gefühlt. Das heißt, was heißt das? Also ist eine Wurzellosigkeit negativ konnotiert per se oder ist es irgendwie eine Anreicherung? Und ich glaube, das ist immer mein Ziel, dass ich immer kurz anhalte, bevor ich schnell reagiere, weil darauf sind wir alle getrimmt, so sind wir sozialisiert, dass wir sagen, ich bin Deutsche oder so. Die Frage ist, was heißt das? Ich kenne keinen Deutschen, der diese Frage beantworten kann. Dasselbe gilt für alle anderen sogenannten Nationen auch. Ich bin mit Jiddisch aufgewachsen, ohne es bewusst wahrzunehmen. Das haben meine Urgroßeltern gesprochen. Und dann ist es komplett so verloren gegangen. Das kam vor ein paar Jahren wieder durch Begegnungen mit bestimmten jüdischen Künstlern, die diese Sprache schreiben, singen, leben, Theater machen. Ich glaube, das Jiddische ist irgendwie so eine gute Metapher für das, was heute in Europa passiert. Also sowieso die Geschichte der Juden in der Diaspora. Das Jiddische ist ja in jedem Land anders. Es gibt nicht das Jiddisch, es gibt nicht die Sprache, so wie es auch jüdische Kulturen gibt. Es gibt nicht die jüdische Kultur. Und das finde ich so toll an Jiddisch, da ist eine Sprache mit einer ganz, ganz alten Geschichte und die kommt irgendwo hin und dann fängt sie an, Worte anzunehmen aus der Landessprache und sich zu vermischen und offen zu sein für neue Einflüsse, aber trotzdem sehr traditionsreich zu sein. Also das beeindruckt mich und ich glaube, das ist ein gutes Zukunftskonzept auch für Europa grundsätzlich. Postmigrantisches Theater ist zu einem Label geworden, das finde ich schwierig, weil die Leute, die jetzt diese ganzen Schlagwörter aufgreifen, im Grunde genommen nicht genau wissen, was sie da machen, weil sie sich mit der ganzen Geschichte nicht auseinandergesetzt haben, sonst würden die Ergebnisse, die jetzt momentan zu sehen sind, auch so nicht auf die Bühne kommen. Ich glaube, es war eine sehr notwendige Bewegung und wir sind jetzt aber einen Schritt weiter. Und zum Beispiel die Literaturwerkstatt, die ich jetzt am Maxim Gorki mache, also Kooperation Maxim Gorki und Ballhaus Nowinstraße, wo wir so ein Autorenteam haben und politische Stücke schreiben, das hat angefangen als postmigrantische Literaturwerkstatt. Heute nennen wir das Neue Deutsche Stücke. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist sehr wichtig. Ich habe momentan wieder gerade Hoffnung an die deutsche Theaterszene, weil ich das Gefühl habe, dass auch die Repräsentanten sich verändern und dadurch so ein neuer Schwung reinkommt. Natürlich sich die Themen verändern, wenn die Intendanzen sich verändern, dann gibt es irgendwie so einen neuen Wind. Also ich habe das Gefühl, es geht jetzt wieder aufwärts, aber wenn ich dann so die Debatten um das N-Wort oder Blackfacing oder irgendwas mitbekomme, dann wecken mir die Ohren ein. Ich glaube, ich identifiziere mich natürlich mit Rahel als der Jungen, weil es meine Generation ist, die diese Post-Holocaust-Mentalität hat und selber nicht genau weiß, was das heißt. Und das sind diese brennenden Fragen, mit denen wir herumlaufen mit großen Augen und suchen nach Antworten, die es nicht gibt. Die müssen wir uns auch selber nochmal geben. Und dann ist es aber auch ein wichtiger Schritt gewesen, um die Generation über mir zu verstehen, also die Generation meiner Eltern zu verstehen und die nochmal drüber, die den Holocaust tatsächlich miterlebt hat. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt alles verstanden, aber ich bin der Sache viel näher gekommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin ja auch sprachlos. Was würde ich meinen Kindern erzählen? Das frage ich mich auch, wenn ich jetzt Kinder haben werde und die werden mich fragen, ja gut, in Russland, da gab es diesen Diktator und da gab es irgendwie Entlassung von Juden und Zeugen Jehovas und Arbeitslager in Sibirien und Homosexualität wurde verboten. Was hast du gemacht? Was werde ich denen sagen? Also ich glaube, jedes Land oder jede Region hat so seine eigene Geschichte, seine eigenen Katastrophen. Ich glaube auch, dass der Zweite Weltkrieg hier eine enorme Verschiebung in der Wahrnehmung bewirkt hat, logischerweise. Ich glaube auch, dass der Zweite Weltkrieg und der Holocaust nicht nur für jüdische Familien eine Rolle spielt. Ich hoffe das. Ich finde das wichtig, dass wir darüber reden. Und dass wir gerade auch einerseits die älteren Generationen mit unseren Fragen konfrontieren, andererseits aber auch endlich mal ein Verständnis dafür entwickeln, dass sie nicht darüber reden können.
Ist auf jeden Fall eine große Auszeichnung, die Einladung. Ich freue mich total, gerade für das Stück, gerade auch für dieses Thema. Ich finde es schön, dass das Thema in den Fokus gerückt wird. Ich freue mich enorm auf die Mädels, die Schauspielerinnen, die das Stück spielen. Es macht irre Spaß, denen zuzuschauen. Und ich finde es schön, dass es auch immer in einem anderen Kontext gespielt wird als das Berliner DT. Meine Hoffnungen sind, dass das zwei saugeile Vorstellungen werden, wovon ich ausgehe, weil ich weiß, dass die Mädels gut sind. Meine Ängste sind, dass wir zu sehr über das Theater reden und weniger über die Themen.